Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Planet Base. Jawohl, wir haben lange drauf gewartet und guck mal hier, der neue Planet. Klasse S, Suizid, das klingt doch einladend. Ich würde sagen, wir nehmen die Einladung mal fröhlich an und gucken mal, Ort auswählen, Klasse S. Mond eines Gasriesens mit dünner, aber aktiver Atmosphäre, einer konstanten Bedrohung durch Gewitter und Seen aus Methan, die zu weniger bebaubaren Flächen führen. Okay, das klingt schon mal Eigenschaften. Menge des Lichts variabel. Solarmodule werden von Wolken verdeckt. Dichte der Atmosphäre niedrig. Windturbinen arbeiten mit reduzierter Kapazität. Gewitterrisiko hoch. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns eigentlich primär, dass das ein Energieproblem geben dürfte. Und sonst, ja, und dass die bebaubaren Flächen halt eher wenig sind. Ja, wir starten mal. Und gucken mal rein. Ist wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, das ist ziemlich sicher der schwerste Planet bis jetzt. Hui, sieht aber cool aus. Aber man sieht schon, hier hat es Seen. Ich weiß nicht, sind die giftig? Oder beziehungsweise, wenn da einer reinfällt? Ach, ich möchte es gar nicht wissen. Okay, wir steigen aus. Wahrscheinlich, ich gehe mal schwer davon aus, wieder kein Sanitäter mit an Bord. Ich habe einige Zeit nicht mehr gespielt, natürlich. Denn ich habe auf diesen neuen Planeten gewartet, ihr wisst das. Ja, da ist kein Sanitäter dabei. Okay, jetzt, wenn das so schwierig ist, dann gucken wir erstmal. Hier haben wir doch durchaus Platz. Wir können nach hier hinten. Und nach hier oben können wir auch, zumindest ein bisschen. Wir machen das langsam. Also wir machen es nicht ganz, ganz langsam, sondern wir machen es langsam. Und bauen gleich mal. Sollen wir gleich mal fett? Ich mache mal den Mittelweg hier mit. Ne, ich mache den fetten Weg. Ne, ich mache den Mittelweg. Okay, geht schon los mit nicht wissen, was tun. Energiekollektor, da mache ich die fetteste Variante. Und dann haben wir hier noch Wasserextraktor, machen wir auch mal, wenn hier. Ich glaube einfach, man hat hier von allem immer zu wenig. Deswegen, ja, ich setze jetzt hier mal darauf, Energie und Wasser und Sauerstoff möglichst vorrätig zu haben und alles andere wie Bar und Schlag mich tot und was es noch gibt, das werden wir nach und nach dazu nehmen. Jetzt steht natürlich genau das Raumschiff im Weg. Das kriege ich nicht weg, aber das kann ich ja hier auseinandernehmen, recyceln. Das habe ich jetzt mal gemacht. Das geht dann auch schneller hier, nehme ich an, mit dem Transport, wenn sie nicht jedes Mal hier die Leiter hoch müssen. Sauerstoffgenerator. Wo machen wir dich hin? Wo wollen wir denn hinbauen? Ich würde mal sagen, nach hier unten. Wir haben gar keine andere Wahl eigentlich. Wir könnten auch hier rauf. Aber ich würde sagen, hier unten, vielleicht täuscht es auch, aber ich glaube, hier haben wir mehr Platz. Wobei hier ist Map-Ende. Vielleicht dann doch eher nach hier oben. Geht das nicht schneller? Das sag mal, ich möchte schneller scrollen oder rüberfliegen. Nee, hier wird hügelig, bergig. Das ist sehr limitiert, muss ich sagen. Okay. Wir bauen auf engem Raum in dem Fall. Also, machen wir hier mal Zauberstoff hin. Machen wir nicht in riesig, sondern in der Größe. Mal gucken, können wir schon. Nein, aber eine Luftschleuse brauchen wir noch. Die stellen wir mal hier hin. Und dann ziehen wir die Basis irgendwie mal nach hier unten und gucken dann. Ich habe gesagt, wir spielen langsam. Ich bin deswegen auf der langsamsten Stufe. Das ist für Planet Base eigentlich, ja, zu langsam. Da geht überhaupt nichts vorwärts. Man sieht schon, aber ich möchte nicht schon nach 10 Minuten wieder lauter Tote haben. So wie auch schon. Sondern ich möchte das Ganze möglichst an einem Stück durchspielen. Ich mache jetzt gleich mal noch eine fette Windturbine. Die kann ich jetzt bauen, weil hier die Solarenergie steht. Sauerstoff haben wir auch. Dann kommt die Schleuse. Dann müssen wir jetzt eigentlich hier. Halt, falsch, jetzt geht das wieder los. Schon mal eine Kantine hinstellen können, die ist relativ wichtig. Denn die wollen Wasser, die Leute hier. Und Wasser gibt es in der Kantine. So, ich stelle doch mal ein bisschen schneller, stelle ich. Bis wir sehen, dass wir wieder irgendwie reagieren können. Mit langsam spielen meine ich eben, dass wir nicht einfach bauen, 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 bauen. Das kann man in dem Spiel sowieso nicht, das musste ich feststellen. Oder das mussten wir feststellen, so muss ich sagen. Sondern man muss die Leute auch immer mal ein bisschen arbeiten lassen. Dass sonst man baut, baut, dann hat man keine Energie. Man baut Energie, dann fehlt wieder was anderes. Man muss das wirklich nach und nach machen. Jetzt brauchen wir hier erstmal Sauerstoff. Damit wir hier die Getränke
Dosen hinstellen können. Hier diese Wasserspender, genau. Dafür brauchen wir einmal Dingens. Wie heißen die gleich nochmal? Bioplastik, genau. Man merkt, ich habe doch schon länger nicht mehr gespielt, aber Bioplastik ist eigentlich selten ein Problem. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Dann gibt es noch einen Blumentopf. Wir lassen uns mal nicht lumpen. Den Rest lassen wir mal. Wir bauen nochmal das Nötigste. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen sparen. Wir haben jetzt sehr viel investiert hier schon mal in die Infrastruktur. Also in die Versorgung. Jetzt gucken wir mal nach und nach. Hier mal Haube runter, damit wir was sehen. Was als nächstes Sinn machen würde. Was wir brauchen, ist eine Mine. Wir brauchen einen Landeplatz. Und wisst ihr was? Ich mache mal den Landeplatz jetzt schon. Denn, und den mache ich hier oben hin. So. Denn der soll in der Nähe des Eingangs sein, damit wenn hier ein Handelsschiff landet, damit die nicht ewig weit laufen müssen. Wobei, wir haben das Lager jetzt hier unten, also die müssen trotzdem ein Stück laufen. Aber das ist jetzt einfach zu Beginn so. Eine Mine brauchen wir noch. Passt die irgendwo hier hin? Die passt hier nirgends hin. Hier auch nicht. Das liegt daran, dass wir noch nirgends eine Struktur haben in der Nähe. Ah, hier geht's. Macht das hier Sinn? Ich denke, ich drehe das mal falsch. So, jetzt. ja, kann man hier hinstellen. Okay. So, jetzt warten wir schon mal. Das Ding steht hier. Das heißt, mit der Energie müssen wir halbwegs... Wo war das noch hier mal mit den Schnelltasten? Hier. 10 Kilowatt verbrauchen wir und 12 produzieren wir. Das ist nicht... massiv zu viel, würde ich mal sagen. Das ist dann doch eher grenzwertig, das Ganze. Wie viel Eisen haben wir? 21. Das ist jetzt hier auch neu, glaube ich, dass hier steht, wie viele man hat, also wie viel man hat und wie viel davon frei ist. Das habe ich mir eigentlich schon früher gewünscht. Jetzt haben sie es integriert. Das ist natürlich eine gute Sache. Denn sonst stand hier einfach irgendwie 26. Man dachte, man hat 26. Dabei lagen die halt irgendwo schon auf Baustellen rum. Das war nicht so ideal gelöst. Jetzt ist das doch 10-mal besser, muss ich sagen. Gut, da fehlen noch 4 Eisen, die kommen. Oder 4 Metalle. Oder sind das Eisen? Oder? Das sind Metalle. Okay. Ich sage trotzdem jedes Mal Eisen wahrscheinlich. Die Mine ist soweit fertig. Was brauchen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, als nächstes wäre ein Biodom an der Reihe. Damit sie was zu essen haben. Das stellen wir gleich mal hier in die Nähe von der Kantine. Dann müssen die auch nicht weit laufen, solange wir kein Lager haben. Können sie hier die Gurken und Co. gleich mal hier rüber schiffen, hier in den Essensfertiger rein. Und dann gibt das Nahrung. Okay, die Mine steht auch. Wir leben noch. Sie haben Sauerstoff, sie haben Wasser. Ich muss nochmal schnell... Ja, ich traue der Energie nicht. Ich habe das Gefühl, noch ein Raum mehr hier ans Netz und schon ist Feierabend. Wir haben hier zwar doch einen großen Kollektor, aber ich mache mal nochmal... Haben wir das Eisen? Da muss ich jetzt eben auch aufpassen. Ich würde sagen, nein. Bevor wir jetzt tatsächlich in die Energie investieren, müssen wir dafür sorgen, dass wir zu Eisen kommen. Und das wäre hier mit der Aufbereitungsanlage, wenn ich mich nicht komplett irre. Die machen wir mal... Hier kann ich nicht. Hier ist leider noch das Zeugs im Weg. Hier oben kann ich das hinmachen. Okay. Dann können wir hier drin Bioplastik und Eisen herstellen, wenn ich mich nicht total vertue. Ist halt eben doch schon ein bisschen her, aber ich fühle mich schon wieder ziemlich heimisch, muss ich sagen. Ist einfach auch ein cooles Spiel. Es ist zwar teilweise wirklich bockschwer, aber weil man wirklich Schritt für Schritt, also sowas von genau machen muss. Man kann nicht zuerst die Sanistation bauen und dann die Kantine, sonst verhungern sie. Und andersrum ist es auch falsch, weil sonst mit Knochenbruch wollen sie dann auch nicht essen gehen. Die ersten Kolonisten treffen ein. Sehr schön. Das ist genau deswegen habe ich die Landebahn zu früh gebaut, damit eben noch Kolonisten kommen, solange hier unsere Stimmung noch so gut ist. Denn die, ich nehme an, die wird relativ schnell abwärts düsen, hier die Stimmung. Aufbereitungsanlage, da fehlt auch noch was. Das tragen sie. Wir machen mal ein bisschen schneller. Ja, man sieht schon, Eisen wird weniger. Das wäre zum Beispiel auch schon wieder der Tod gewesen, wenn ich jetzt hier nochmal was für die Energie mache und wir dann zu wenig Material haben, zum Beispiel zu wenig Metalle für diese Aufbereitungsanlage, dann haben wir kein Eisen mehr. Dann, und ohne Eisen kann man nicht bauen. Und man kann zwar handeln, aber
Ja, mit was? Da braucht man ja dann auch etwas. Was haben wir denn jetzt hier für ein Problem? Sauerstoff? Wir haben doch hier so ein Dingens. Wisst ihr, was hier noch fehlt? Ein Wassertank, sonst können wir nichts speichern. Das ist natürlich nicht ideal. An Wasser. Sonst, ich weiß nicht, wo das hingeht, aber das geht dann nirgends hin. Das ist versieft dann, auf Deutsch gesagt. Jetzt möchte der schon schlafen. Hier können wir aber einrichten. Wir richten jetzt zuerst mal ein, und zwar stärkehaltig und mit schneller Produktion. Das wäre das Reisfeld hier auch. Das hier ist schon nicht mehr. Hier haben wir auch nochmal schnelle Produktion und dann noch, nein, nochmal was zu essen. Ich denke, das Essen wird dann eben auch Überleben erreicht. Sehr schön. Das Essen wird dann auch, je nachdem, relativ schnell zum Problem. Aber haben wir hier wirklich schon ein Sauerstoffproblem? Muss ich mal gucken. Wasser, das reicht eigentlich. Ah, jetzt kommt der Sauerstoff hier an. Gut, beruhigend. Und das klappt auch. Dann habe ich hier richtig gelegen mit der Aufbereitungsanlage oder Station. Oder wie heißt das Dingen? Moment. Nochmal schnell raus, nochmal schnell rein. Aufbereitungsanlage, okay. Dann haben wir hier Metall und Bioplastik, beziehungsweise umgekehrt. Das hier ist Metall, das hier ist Bioplastik, genau. Ich mache mal nochmal ein bisschen schneller. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen... Ja, wir können im Prinzip eh schon nicht mehr bauen. Mit 5 freien Eisenstücken könnten wir zwar vielleicht doch noch ein bisschen etwas machen für die Energie. Das Problem ist halt, dass hier oft Windstille herrscht, hieß es, und dass ja, die Atmosphäre getrübt ist. Und deswegen, ja, das ist halt, was ist jetzt hier besser? Solarenergie oder Wind? Ist halt beides, einmal so, einmal so. Ich habe noch gehört, es müsste hier, Moment, falsch, es müsste hier, da ist er ja, Blitzableiter. Der schützt vor den Blitzen und generiert eben auch noch Energie. Der kostet 2 bis 5 Eisen. Autarkie erreicht. Das läuft gar nicht schlecht bis jetzt. Ich bin hier im schnellen Modus, da möchte ich wieder raus. Wir haben noch Nahrung. Okay. Sollen wir schon mal einen Blitzableiter machen? Das ist ja dann nicht nur für die eigene Sicherheit. Sondern eben, wenn hier der Blitz einschlägt, das würde gleich auf einen Schlag Strom geben. Aber hier ist dann bald unser Speicher voll. Das würde mir dann sagen, wir bauen besser... Ja, jetzt ist halt wieder schwierig. Was bauen wir denn? Was brauchen wir dringend? Wir brauchen dringend sicher mal noch Schlafsäle. Sonst, der Rest ist vernachlässigbar. Ja, die Krankenstation, es ist... Ja, man braucht alles. Man braucht alles. Nur ohne Energie funktioniert gar nichts mehr. Und der ist eben doch relativ voll. Ich würde dazu neigen, zur Sicherheit hier nochmal so ein Dingens hinzustellen. Mal gucken, ob das völlig falsch war. Das finden wir raus, wenn sie dann gleich sterben, weil sie nichts zu essen haben zum Beispiel. Ne, das verbinde ich noch nicht. Das lasse ich. Denn das kostet alles Ressourcen. Und die Ressourcen haben wir noch nicht. Was wir jetzt aber wirklich als nächstes brauchen... Ich baue schon wieder viel zu schnell. Nein, ich lasse es noch. Wobei, brauchen wir sowieso. Ich baue es trotzdem. Den Schlafsaal, denn sonst schlafen sie weiß ich nicht wo und kriegen schlechte Laune. Und jetzt ist das natürlich hier eine Einbahngeschichte. Bauen wir dich mal hier außen hin, vielleicht noch ein bisschen näher. Oh, da hat es den Stein zerlegt. Ach, guck mal an. Das heißt, dann können wir hier wahrscheinlich doch bauen an gewissen Orten. Die Steine verschwinden, sobald wir darauf was machen. Ich möchte jetzt das hier noch priorisiert haben. Genau. Sonst wird hier fleißig rumgefahren. Oder bricht er gleich zusammen? Ne, auf dem Weg zu Bioplastik. Der spult ein bisschen. Der hat ein bisschen Probleme auf diesem Belag, so wie es aussieht. Ja, die möchten schlafen. Ja, ja, verständlich. Das ist ein Bedürfnis, das ich mehr als gut nachvollziehen kann. Nicht gerade im Moment, aber rein generell. Sieht aber nett aus, so mit dem Wasser und all den Sachen. Ist irgendwie relativ cool hier. Ich düse mal schnell rüber. Ja, das geht doch noch relativ weit nach hier hinten. Also wir sind am unteren... Oh Gott, jetzt aufpassen hier. Wir sind sozusagen am unteren Ende der Map. Und von hier fange ich jetzt gar nicht an zu gucken. Das habe ich schon mal erklärt. Mein altes Command & Conquer-Syndrom. Sprich, wenn ich die Position wechsle, dann finde ich nichts mehr.
So, schneller machen. Machen die hier schon? Nein, die machen noch nicht. Haben wir denn? Erz hätten wir. Ja, dann könntet ihr eigentlich auch schon mal Eisen machen. Ich priorisiere das mal. Da, guck mal. Seht ihr? Das habe ich gemeint. Dann schlafen sie auf dem Boden. Dann werden sie sterbensunglücklich. Und dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir keine Kolonisten mehr. Wie sieht es denn aus, stimmungstechnisch? Ja, ich habe es ja gesagt. Sehr schlecht. Okay. Das können wir im Moment nicht korrigieren. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben Essen, Erz. Wir haben Medikamente. Das Problem ist, wir haben natürlich noch keine Krankenstation. Aber wir haben ja auch... Hier, kein Sani. Das heißt, der müsste erstmal noch eingeflogen werden. Status, aha, okay, Status gut. Das hat sich jetzt relativ schnell wieder geändert. 30 Kilowatt, wir produzieren 9. Und wir bauen erstmal den hier, okay. Dann werden wir als nächstes hier nochmal ein Windrad hinstellen, würde ich sagen. Ein Handelsschiff. Wir könnten Eisen gebrauchen, aber wir haben wahrscheinlich doch, wir haben sogar was zum Handeln. 35% Kommission, das ist das Niedrigste, was es gibt. Da schlagen wir mal zu. Die Robis können wir uns noch nicht leisten. Die Waffen auch nicht. Falls jemand hier Planet Base gar nicht kennt, kann ich euch nur empfehlen, da guckt mal in die früheren Folgen rein. Da erkläre ich genauer, was ich tue. Ich mache das hier jetzt halt schon, keine Ahnung, 50 Folgen lang oder so. Deswegen erkläre ich das Ganze eher so, wie wenn man das Spiel schon kennt, falls ihr euch wundert. In den Elternfolgen erkläre ich genauer, was ich tue. So, was machen wir denn jetzt hier? 4 Eisen nehmen und wir geben ihnen dafür mal Arzneimittel. Die bringen uns, wie gesagt, sowieso nichts ohne die Medizinstation. Ah, und hier die weggeben. Das finde ich auch nicht so berauschend. Aber wir tauschen die sozusagen gegen Eisen. Nein, das werde ich nicht machen. Eins weg, dann haben wir 60, 60, dann passt. Dann haben wir 3 Eisen, damit können wir wieder arbeiten. Hier läuft zwar die Pumpe schon, guck mal, da ist einer dran. Das sind, glaube ich, Arbeiter. Genau, ich dachte früher immer, das müssten Ingenieure sein, aber Knöpfchen drücken kann der Arbeiter natürlich auch schon. Hier machen sie Bioplastik, also die Produktion, die läuft. Das ist schon mal gut. Wie sieht es hier hinten aus? Da fehlen genau die 3 Eisen, die es jetzt hier gibt. Das ist sehr gut. Ich glaube, der war nicht schlechter Tausch. Ja, ja, wir haben... Warum man immer so viel Bioplastik hat, das frage ich mich schon. Man braucht das ganze Eisen halt für den Bau hier. Der ganzen Infrastruktur. Und Bioplastik braucht man primär am Anfang für die Geräte. Und man hat halt weniger Geräte als Struktur hier draußen. Da fehlt noch ein Eisen, dann kriegen sie auch einen Schlafplatz. Das wird sie freuen, die Leute. Und jetzt zieht er hier den Kollektor hoch. Das freut mich. Sehr gut. 2 Eisen. Jetzt das nächste ist aber, würde ich sagen, dann definitiv wieder Energie. Wir produzieren mehr, als wir brauchen im Moment. Das ist gut. Dann produzieren wir eben genau für diese Kollektoren. Das heißt, wir haben... Wenn es dann eng wird, auch noch ein bisschen Strom. Oh, der arme Kerl, da tut er mir leid, wie der hier liegt. Zusammengekrümmt. Ach, du kriegst gleich ein Bettchen. Hier, noch ein Eisen, dann dürft ihr schlafen. Aber jetzt hat hier, glaube ich, Robby schlapp gemacht. Genau, irgendwas. Aha, wird gewartet. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas schrauben sie rum. Der wollte hier gerade Erz zur Maschine bringen. Energie... Speicher ist niedrig. Ja, jetzt geht's schon los. Heieieiei. Da fehlt noch ein Eisen. Aber okay, da wir sowieso nichts machen können ohne Energie. Die Frage ist jetzt höchstens, stellen wir einen Blitzableiter hin? Solar oder Wind? Ich würde jetzt mal... Ich weiß nicht, irgendwie ich würde auf Wind setzen. Frag mich nicht, warum. Ich mache Wind. Also nee, ich mache nicht Wind. sondern ich stelle so ein Windding hin. So, da ist hier jemand gekommen. Ah, ein Kolonistenschiff. Okay. 9 Leute. 3 Arbeiter. 3 Biologen. 2 Ingenieure. Oh, ein Sani. Da ist ein Sani eingetroffen. Okay.
Okay, das heißt... Nein, wir bauen noch nicht, sonst haben wir genau das, dass wir zu schnell machen. Wir müssen zuerst... Ja, und schon geht's los mit dem Strom. Ach, Käse. Den Schlafsack können sie hochziehen, das bringt uns aber nichts für den Schlaf. Wisst ihr was? Ich deaktiviere mal die Mine. Um Strom zu sparen. Und beschleunige das hier hinten, indem ich es priorisiere. Das bringt zwar nichts, denn es ist das Einzige, was wir im Moment bauen. Hier brauchen wir aber noch Betten. Einmal reicht. Wir sind erst 9 Leute, da brauchen wir nicht übertreiben, würde ich mal meinen. So, hier müsste gleich wieder Eisen produziert werden. Jawohl, 5%. Wir haben gar kein Eisen mehr. Das heißt, die müssen die ganzen... Was sind es? 4 und hier für den Schlauch auch nochmal ein. 5 Eisen müssen wir manuell machen, sozusagen. Oder wir kaufen sie beim Händler. Je nachdem. Ja, der hat nichts an Eisen, da können wir auch keines kaufen. Essen wird dann auch langsam kritisch. Jetzt haben wir hier 60%, das ist glaube ich sogar das teuerste, was möglich ist. Nein, wir entlassen den. Wir versuchen das mal auf eigenen Füßen. Wir müssen schnell gucken, dass wir mit dem Essen da noch vorwärts kommen. Werden wir machen. Okay, Robby ist fleißiger Malochen. Und hier fehlen halt immer noch die Eisen. Das dauert ein Momentchen. Und es bringt nichts, hier noch eine zweite Maschine hinzustellen, solange wir zu wenig Arbeiter haben. Dann steht einfach eine Maschine blöd in der Gegend rum. Die hat was gekostet. Da müssen wir warten, bis mehr Leute kommen. Da ist schon wieder ein müder Kerl. Okay. Aber die Betten werden genutzt. Und jetzt haben wir hier schon einen Verletzten. Was bist du für einer? Moment, ich krieg dich. Halt! Wo war hier langsam? Hier war langsam. Jetzt. Ein Arbeiter. Okay, schlecht. Ja, ist halt alles schlecht. Jeden, den es erwischt, ist nicht wirklich ideal. Das heißt, wir müssen dann doch langsam... Jetzt haben wir ein Eisen. Doch langsam mal noch eine medizinische Station hinstellen. Da wir ja einen Sani haben. Hier. Was kostet das gute Stück? Am falschen Ort geschaut, wie immer. Das wäre machbar mit einem, also mit einem Eisen und einem Bioplastik. Ist das auch so eine Art? Moment, ich muss das so machen. Ja, auch eine Sackgasse. Das ist natürlich schlecht. Wo machen wir die Sackgasse hin? An die andere Sackgasse ran geht nicht. Komisch. Schade eigentlich. Und hier oben machen wir dann zu, dann können wir hier oben nicht mehr weiterbauen. Das kann es nicht sein. Hier unten am ehesten, aber hier ist halt das Lager noch im Weg. Und hier mitten rein ist auch doof. Da machen wir uns alles zu und hier hinten kann ich nicht. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir uns zur Denkaufgabe für die nächste Folge. Wo stellen wir die medizinische Station hin? Irgendwo werden wir ein Plätzchen finden. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Da kommt ein Kolonistenschiff, das nehmen wir noch schnell mit. Wen bringst du uns? Aha, ein Arbeiter. Sehr gut, dann haben wir Ersatz für den armen Kerl, der hier sowieso beschädigt ist. Wo ist er denn? Hier läuft er. Ach, guck mal, der ist ganz geknickt. Armes Kerlchen. So viel Schmerz und keine Linderung. Ja, das ist ein Elend. Wir bauen dir gleich ein medizinisches Zentrum. Dann werden deine Knochen wieder gerade gebogen. Und dann beim nächsten Mal bitte besser aufpassen. Dankeschön. Gut, liebe Leute, ich hoffe, hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Im Moment leben wir noch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.